Heute werde ich im Fireworks Simulator hart gescammt. Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir letztes Mal in diesem Spiel aufgehört haben. Wir können uns irgendwo nach vorne teleportieren. Beim Königlichen Königreich sind wir. Und hier haben wir die Sakura-Welt als nächstes für 100 Trillioner Münzen. Wie viel Trillion bekomme ich, wenn ich eine so eine Rakete abbaue? Oh mein Gott, das dauert ewig, die abzubauen. Kann ich so eine kleine Rakete abbauen? Wie viele Münzen bekomme ich dafür? Es sind ein paar Milliarden. Das heißt, ich muss ein bisschen fahren, bis ich in die Sakura-Welt komme. Und hier hinten ist dann eine Tech-Welt. Da ist das Tech-Portal. Und ich glaube, es gibt eine komplett neue Welt in dem Spiel mittlerweile. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Aber hier, Münzentruhe. 7,5 Trillion erstmal. Haben wir im Laden irgendwas Interessantes? Oh, wir haben hier Pets. 250 Robux für das. Das ist mein bestes Pet jetzt gerade. 408. 3750. Ja, ich glaube, ich kann mir mal einen Lil Ninja gönnen. Okay, Lil Ninja gegönnt. Let's go. Kauf erfolgreich. Genießen. Double Münzen und Double Glück haben wir auch zurzeit. Dann kann ich den jetzt mal ausrüsten. Hier am besten ausrüsten. Lil Ninja. 3.750 und mal 10 an Gems. Let's go. Kann ich jetzt hier hingehen? Oh, nein, ich baue nicht schneller ab, aber ich bekomme jetzt nur mehr Münzen, wenn ich das abbaue. Das heißt, wir bauen jetzt diese riesen Rakete ab. Und wenn die abgebaut ist, dann bekomme ich insane viele Münzen, hoffe ich. Also, sobald die irgendwann abgebaut ist. Warum dauert das so lange? Ich habe noch nicht einzig Schaden gemacht. Okay, vielleicht baue ich doch die kleinen Raketen erstmal ab. Hä? Die gehen relativ schnell kaputt. Aber die hier geht gar nicht kaputt. Okay, jetzt geht sie kaputt. Ja, jetzt geht sie kaputt. Okay, sehr gut. Okay, die Rakete ist gleich kaputt. Und schau dich einfach mal Lil Ninja an. Ich habe gerade ernsthaft nur 3 Trillion bekommen für die Rakete. Ich habe eines... Ich hab mir ein Robux-Bett gekauft. Ich habe mir ein Bett mit mal 3.750 gekauft. Du willst mir erzählen, dass ich gerade nur 3 Trillion bekommen habe? Warte mal, steht da gerade beim Lil Ninja mal 29. Hallo? Und dann, wenn ich drauf drücke, steht da mal 4279. Bruh. Willst du mir erzählen, ich wurde gerade übelst gescammt und habe jetzt ein mal 30 Bett gekauft? Bitte sag mir einfach nicht, dass ich ein mal 30 Bett gekauft habe. Ich muss rejoinen? Ja, liebes. Ein paar Sekunden später. Ist halt schon krank, wie oft ich in letzter Zeit gescammt werde. Ich werde gefühlt in jedem Video, das ich mache, einfach gescammt von den Roblox-Spielen. Einmal, weil ich irgendwie Pets doppelt so teuer kaufe und die Pets nicht mal gut sind. Hier, weil die Pets einfach gar nichts bringen, weil es ein mal 30er Pet ist. Dann gestern, weil einfach meine Trail mir abgezogen wurde. Ich werde dauerhaft gescammt von den Spielen. Kann ich aber jetzt mal einen Spin machen. Wir haben ein Glücksrad. Okay, was habe ich bekommen? 100 Millionen an Gems steht hier. Oder was habe ich bekommen? Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt immer noch... Hä, mein Lil Ninja ist nicht gut. Mein Lil Ninja hat mal 31. Und ich habe jetzt auch wieder nicht mehr Coins bekommen. Was soll das? Ich habe aus dem Glücksrad nichts bekommen. Mein Lil Ninja macht nichts. Ich werde einfach nur abgezogen von dem Spiel. Da muss die Kriminalpolizei holen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Kriminalpolizei holen will. Nur weil ich in einem Roblox-Spiel abgezogen wurde. Aber es ist halt schon ehrenlos. So, wo kann ich jetzt meinen Code endlich einlösen? Hier. Gib mir doch wenigstens jetzt mal meinen Boost. 30k Likes. 15 Minuten extra Luck. Wow. Das bringt mir voll viel. Ich könnte nicht glücklicher sein, Leute. Ich könnte wirklich nicht glücklicher sein. Ich will doch nur Coins haben. Sie haben beanspruchen. Ich habe jetzt Double Gems für 5 Minuten bekommen. Das ist gut. Liebe Double Gems. 3,6 Trillion. Das ist einfach nur ein Witz. 3,6 Trillion bekomme ich. Die ziehen mich komplett ab. Der Ninja ist einfach wertlos. Er ist Real Talk wertlos. Warum hat der mal 31? Hier steht mal 4.650. Was ist, wenn ich jetzt mal alle anequippe? Lil Ninja ist hier sogar mein schlechtestes Pet. Er wird als schlechtestes Pet hier angezeigt. Ich rüste ihn jetzt aus. Er hat mal 31. Er hat nichts. Er ist mein schlechtestes Pet. Was soll das? Habe ich hier irgendwas, was ich tun kann? Hier habe ich noch den Schwertshop. Da kann ich mir jetzt ein OP-Schwert holen. Komm, bitte lass das wenigstens halbwegs gut sein. 46 Trillion. Das hole ich mir gleich. 46 Trillion, das geht. Dann kauf ein besseres Robux-Haustier. Ich kaufe jetzt ganz sicher kein neues Robux-Haustier, wenn ich gerade eins gekauft habe, das einfach nichts bringt. Warum soll ich dann jetzt noch eins kaufen? Ganz sicher nicht. Das ist bei jedem Level-Tick ist da was dazugekommen. Ja, das hat jetzt 31, beim nächsten Level 32, aber es sollte eigentlich beim nächsten Level knapp 5000 haben. Nicht 30. Zwischen 5000 und 30 sind circa 4970 Unterschied. Okay, aber jetzt hier im Shop kann ich hingehen und mir ein 46 Trillion geschmiedetes Langschwert holen. Let's go. Damit sollte ich jetzt besser ausgerüstet sein. Oh, und die Rakete hier ist abgehoben. Okay, kann hier hingehen. Und ja, das Ding jetzt ein bisschen schneller kaputt machen. Auch nicht wirklich viel schneller. Ich brauche 100 Trillion Münzen. Ey, will jemand von euch... Ich wollte gerade sagen, will jemand von euch mir traden? Vorübergehend deaktiviert. Komm später zurück. Ich liebe dieses Spiel. Mein Lil Ninja hat 5k. Also willst du mir sagen, ich muss mir jetzt einfach noch einen kaufen? Also wenn ich mir jetzt noch einen Lil Ninja kaufe, dann hat er jetzt 5k knapp. Ich soll es ausprobieren, wollt ihr mir sagen damit. Wir hatten dich gewarnt. Niemand hatte mich gewarnt. Ja, noch einen. Okay. Wegen dir, Orgelgamer, gebe ich jetzt nochmal 250 Robux aus. Wenn ich jetzt nochmal gescammt werde, weiß ich, was ich mache. Ich habe den zweiten Lil Ninja. Er ist wieder unter meiner Frostkatze. Ich equip ihn. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus, Leute.
Komm, bauen wir das Ding ab. Ich sollte jetzt 2,4 Trillion. Okay. Bau nicht mein Zeug ab, MB Joker. Noch einmal, MB Joker. Und du... Ich, MB Joker, bleib weg. Ich sollte jetzt 100 Trillion... 5,8 Trillion. Ich liebe meinen Lil Ninja. Ja, es sind noch nur 2 Euro. Ja, ich habe jetzt nur 5 Euro ausgegeben für Pets, die schlechter sind als meine Pets von davor. Ja, dann. Ist ja gar kein Problem. Oh mein Gott. Dann lass uns halt farmen mit meinen super Lil Ninjas, die ich hier habe. Mit den besten Pets im Spiel. Ich komme ja trotzdem halbwegs schnell in die Sakura Island. Du wurdest eiskalt gescammt, ja? Ich werde immer eiskalt gescammt. Ich bekomme einfach ein 30er Pet. Und ich kann nicht mal traden. Ich habe Pets für dich. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde sehr, sehr gerne deine Pets annehmen. Aber man kann nicht traden im Spiel. Und ich kann mich nicht mal irgendwie hochcheaten. Ich habe doch gerade 5 Euro ausgegeben, um mich hochzucheaten. Und es ging nicht. Was hat mein Leben doch für einen Sinn, wenn ich nicht mehr cheat? Kann ich das Spiel verklagen, Leute? Oh, würde ich jetzt in Amerika leben, ich würde das Spiel verklagen und dann würde ich 5 Millionen rausbekommen. Oh, ich habe gerade 17,5 Trillion bekommen durch das Ding. Kann es sein, dass ich gerade mehr bekommen habe? 17,5 Trillion durch das Kleine, aber 5,6 durch das Große? Aber das ist nicht dein Ernst, oder? Was? Hä? Aber ich kann jetzt in die Sakura Island. Okay, ich gehe jetzt einfach in die Sakura Island. Es ist mir sowas von egal. Wir haben hier einen neuen Job. Wir können hier neue Schwerte kaufen. Wir können hier ein tödliches Katana für 100 Trillion kaufen, das 313 Millionen hat. Ist ganz okay. Aber wir holen uns jetzt erstmal neue Hüte. Hier, los geht's. Ich bin fertig mit meinem Leben. Ich weiß nicht mehr, was dieses Spiel von mir will. Okay, komm her. Oh, ich habe irgendeinen Regenschirm bekommen. Und jetzt nochmal was abbauen. Dann bekomme ich was Besseres als diesen Ritterhelm wahrscheinlich. Und ich habe gar nichts bekommen. Ich habe eine Glatze bekommen. Ich habe keinen Haarausfall, Leute. Also vielleicht ein bisschen. Ich habe keinen Haarausfall, Leute. Okay. Ich baue jetzt nochmal einmal diese Riesenrakete ab. Komm, Riesenrakete. Du gibst mir jetzt 200 Trillion, mindestens. Oh, ich habe jetzt gerade 20 Trillion oder so bekommen, wenn ich dieses Pulverfass abbaue, dieses Feuerwerksfässchen. Bekomme ich da mehr oder weniger? Da bekomme ich gleich viel. Und bei diesem Ding hier bekomme ich 7 Trillion. Ich bin absolut verwirrt. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist, wie es ist. Bitte kauf bestes Robux-Pad. Nachdem wir 5 Euro gescammt wurden, gehe ich jetzt hin und kaufe 13 Euro ein Pad. Das ist absolut schlau. Nein, ich gehe jetzt hier hin und kaufe mir das tödliche Katana-Dings hier. Und jetzt baue ich die mittleren Raketen ab, weil die geben mir am meisten einfach. Warum auch immer, sie geben mir am meisten. Und hier gibt es auch noch eine Diamantmaschine. Kann ich vielleicht meine Lil Ninjas Gold machen und dann sind sie besser? Kann man die Exclusive Pets Gold machen? Ich muss mal ganz kurz schauen, im Frostigen, oder was ist die erste Welt? Spawnwelt. Hier gibt es eine Goldmaschine. Wenn ich hier hingehe, Lil Ninjas, 30%. Ab diesem Punkt ist es eigentlich eh schon egal. Du wirst es schaffen? Ich hoffe es. Let's go, wir versuchen es. 30% ist möglich. Oh, es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hab mich jetzt so darauf eingestellt, dass mein Pet einfach weg ist. Aber ich habe hier wirklich einen Lil Ninja mit 7500 Gold. Hey. Also ist das ganz okay. War ganz okay, aber wir bekommen wahrscheinlich trotzdem nicht mehr Coins. Wir können es nochmal ausprobieren. Wir brauchen für die große Tech-Region 500 Trillion. Wenn ich das jetzt abbaue, bekomme ich wahrscheinlich so 7 Trillion oder so. 17. Es macht keinen Unterschied. Es macht Real Talk null Unterschied. Oh, ich kann mir jetzt das Jagged Long Sword kaufen. Was ist, wenn ich das gar nicht haben will? Die Pets sind mau. Die Pets sind einfach kaputt. Nächstes Mad, ich bin absolut gut drauf. Könnte nicht besser drauf sein. Mir geht es wunderbar. Oh, ich habe schon 500 Trillion. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt kann ich zur großen Welt hier. Hier, Great Glacier World. Und hier haben wir so eine Kanone, die 420 Milliarden zum Abbauen hat. Da will ich einfach mal mit abbauen und schauen. Oh, ich sehe gerade glänzende Maschine. Hier kann ich Hüte glänzend machen. Aus dieser Rakete bekomme ich jetzt ein paar Trillion. Ja, das waren jetzt so 50 Trillion. 70 Trillion. Von einer QD, die ich brauche. Da ist 70 Trillion gar nicht so viel tatsächlich dann. Oh, 90 Trillion jetzt schon aus diesen Pulverfässern? Das ist gut. Also, ich bekomme zumindest 90 Trillion, wenn ich hier irgendwelche Leute werde, die mein Zeug abbauen. Wein, Felix, noch nicht. Dein Lil Ninja ist eigentlich ein Tech-World-Pet. Kann es sein, dass er dann nur in der Tech-Welt einen Boost hat? Oder, naja, der sollte dann auch in der normalen Welt einen Boost haben. Wir werden es sehen, sobald wir in der Tech-Welt sind. Okay, ich gönne mir jetzt erstmal ein Giant Longsword. Das sollte das zweite hier sein, oder? Was ist das denn für eins? Hier, das riesige Langschwert. 578 Trillion, let's go. Und jetzt können wir hoffentlich uns wieder ein bisschen schneller ein paar QD erfarmen. Oder ein QD zumindest. Okay, ich habe jetzt erstmal Dominus Kopfhörer bekommen. Oh, sehr fresh. Plus 100 Millionen Damage. Das ist okay. Oh, ich kann mir jetzt die nächste Welt kaufen. Die Heaven-Welt. Ist das die letzte Welt vor der... Nein, es kommt noch eine Welt vor der Tech-Welt. 25 QD für Tech-Eintritt. Was soll das denn, Leute? Aber natürlich gibt es hier eine Möglichkeit, 25 QD für 500 Robux zu kaufen. Aber wir haben ja neue Schwerter auch wieder. Ich denke, da kostet mich eins wahrscheinlich knapp 1 QD.
Das geht klar. Wie viel bekomme ich jetzt aus diesem Pulver was? 200 Millionen oder so? Oh, 200 Trillion, ja. 3,5 QD. Für ein Engelslangschwert. Das will ich haben. Das hört sich gut an. Oh, jetzt kann ich mir ein Angelic Longsword leisten. Yeah. Let's go. 3,3 Milliarden Schaden. Und ich mache jetzt solche Dinger hier. Free it. Das ist gut. Dauert zwar trotzdem noch ein bisschen, aber wir kommen näher. Und wir haben ja auch noch Eier. Für 50 Trillion ein Ei. Naja, die Pets sind sowieso besser als meine Mini-Ninjas. Ich denke, dann kann ich mir die mal gönnen. Engelskatze gewöhnlich. Wie wäre es mal mit so einem guten Pet? Oh, Engel haben 720. Das ist gar nicht so viel besser als das Süßigkeiten-Einhorn. Aber naja, wir bekommen jetzt ein bisschen mehr als 200 Trillion schon mal beim Abbauen. Was mir jetzt gerade erst auffällt, wir haben ja einen Seasons Pass. Und ich habe ich auch einen Seasons 2, obwohl ich muss mir den kaufen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, es wird mir so schön angezeigt. Ja, hier ist Seasons 2. Willst du das haben? Hä? Hol's dir, hol's dir. Ja, dann musst du wohl den Seasons Pass kaufen. Nein, mache ich nicht. Nehme meine 5 Minuten Lucky Boost und bin zufrieden damit. Okay, ich glaube, ich muss jetzt nur noch eines von diesen Dingen hier abbauen, von diesen Feuerwehrkörpern. Und habe ich jetzt genug? Ich habe genug für die Tech-Welt. Ja, Mann, ich kann jetzt endlich in die Tech-Spawn-Welt. Hier haben wir theoretisch noch so eine Rakete, aber niemand juckt sich für die. Die Pets hier drüben juckt sich auch niemand. Lass mich einfach in die Tech-Welt und sag nicht, dass ich dafür jetzt 25 QD brauche. Dann bauen wir wohl die Rakete mal ab. Okay, das dauert ewig. Ich baue wohl nicht die Rakete ab. Wie schnell geht... Das dauert auch ewig. Oh mein Gott. Oh, ich bin jetzt bei fast 5 QD. Okay, die Rakete lohnt sich tatsächlich. Müssen wir nur noch 5 mal abbauen. Ich habe hier nochmal meine Free Gifts. Oh, ich habe einige von denen. 5 Stück noch. Double Coins habe ich... Oh, hätte ich das mal früher benutzt. Dann hätte ich jetzt nicht die ganze Zeit warten müssen. Aber hey, ich kann hier meine ganzen QD einsammeln. Let's go. Schau euch das an. Und ich habe genug für die Tech-Welt. Ich kann jetzt endlich durch das Tech-Welt-Portal gehen. Wir teleportieren uns jetzt hier hin. Wir haben hier für 1000 Tech-Münzen eine 12 Milliarden Ding-Waffe. Okay. Wir bauen jetzt mal so ein Ding ab. Es dauert ein bisschen, aber sobald wir das abgebaut haben, können wir jetzt rausfinden, ob unsere Mini-Ninjas, unser Little Ninja, doch gar nicht so schlecht ist. Er hat hier mal 70 an Tech-Damage-Schaden. Weiß nicht, was das ist. Ist es gut? Ich hoffe. Weil ich brauche jetzt gerade 1000 für ein Schwert. Ich brauche 500.000 für die Steampunk-Area. Warte, warum sieht die Area 1 zu 1 aus wie in Petsmart X? Das ist die Standard-Area. Dann haben wir Steampunk, die 1 zu 1 gleich aussieht. Dann kommt die Alien-Area. Warum ist das einfach Petsmart X und ich habe 50.000 aus einem Ding bekommen? Ich glaube, das ist halbwegs okay. Wir haben jetzt mal ein 25.000er Schwert, 24 Milliarden Schaden direkt. Und hier mal ein goldenes Ei. Oder zwei. Oder drei. Oh, Tech-Kaninchen, gewöhnlich, okay. Dann noch ein Ei. Dann Tech-Exolotl, ungewöhnlich. Und jetzt ein Legendary Pet. Oder Tech-Kaninchen, gewöhnlich nochmal. Und wenn die jetzt ähnlich stark sind wie den Lil Ninja, wir equippen die. Mal 12, mal 8, mal 70. Okay. Der Lil Ninja ist nicht absolut Müll. Er ist nur sehr, sehr viel Müll. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.